Ja, moin moin zur Pressekonferenz. DKB Handball Bundesliga, SG Flensburg-Handewitt gegen TSV Hannover-Burgdorf. 30-25 das Endergebnis. Wir bedanken uns bei 6.118 Zuschauern heute in der Flens Arena. Ich begrüße ganz herzlich Trainer Jens Bürkle und Benjamin Chaton und auf der anderen Seite natürlich Lubomir Vranjes und Dirk Schmeschke. Ja, welche Eindrücke, Jens, nehmen Sie mit aus diesem Spiel? Erstmal guten Abend und Glückwunsch zum Sieg. Ich glaube, das war mehr als verdient. Ja, so richtig schlau bin ich nicht. Ich denke, bis zum 11.11. spielen wir es ganz vernünftig. Wir machen natürlich schon auch ein paar Fehler zu viel heute. Gehen mit -3 in die Halbzeit und sind dann recht schnell 4-5 Tore weg. Und da kommen wir eigentlich nie mehr wirklich nah hin, außer beim, ich glaube, 19-16 oder sowas stand es mal kurz. Da war es noch mal kurz eng. Schaffen es eigentlich nicht, dieses Niveau von Flensburg über 16 Minuten mitzugehen, werden die Fehler, die wir machen, werden gnadenlos bestraft. Auf der anderen Seite habe ich ja letztes Jahr was erlebt und seitdem bin ich ja fast schon zufrieden, möchte ich es nicht nennen, aber man weiß, was hier passieren kann. Wir haben natürlich heute doch auch ein paar Verluste gehabt mit Smörri Christoffersen, der kurzfristig krank ausfiel, mit Erik Schmidt, der im Mittelblock ausfiel, mit Maidpad Rai, der jetzt wenig Handballeinheiten bis jetzt Intus hatte. Und damit ich erstmal froh, dass wir alle gesund durchgekommen sind, dass wir es geschafft haben, die Konzentration und auch die Power einigermaßen aufrechtzuerhalten. Und von daher muss ich mit dem Spiel so leben, wie es ist, auch wenn ein paar Fehler zu viel waren und deshalb auch die Niederlage so in Ordnung geht. Ja, vielen Dank für den ersten Eindruck. Lubomir, ich bitte um deine Analyse. Ja, guten Abend und danke für die Glückwünsche. Ja, ich kann auch anfangen mit, wir haben ein paar Fehler zu viel gemacht. Ich bin sehr froh, dass wir heute gewonnen haben, natürlich. Das sind ja sehr wichtige 2 Punkte. Aber man hat auch gesehen, bei, ich würde sagen, sehr viele unglaublich schwere Beine. Zum Glück war Matthias auch da im Tor heute, hat sehr gute Paraden gehabt, wichtige Parade für uns, wo er kippen könnte. Und Apfel hat ja okay gestanden, nicht ganze Zeit, aber okay gestanden. Wir haben, glaube ich, auch ein bisschen Glück gehabt, dass die nicht voll her mit der ganzen Mannschaft gekommen sind, weil heute war ein Tag, wo wirklich alles schief gehen konnte. Und ich bin echt glücklich, dass wir trotzdem in einige Phasen in unserem Spiel das richtig gut gemacht haben. Das haben wir auch gemacht. Aber wenn man guckt, 60 Minuten, dann bin ich ja nicht zufrieden heute durch die 60 Minuten, was wir geleistet haben. Ich muss meine Spiele auch trotzdem schützen. Das PSG-Spiel war überragend. Ich habe das nochmal geguckt und wir haben fantastisch gespielt. Die Kräfte waren ein bisschen, sag mal so, weg. Und wir versuchen jetzt nach Barcelona zu fahren und gute Ergebnisse auch da zu bekommen. Und dann ist das direkt nach Minden. So sieht es auch für uns. Dankeschön und danke für die Zuschauer, dass die wirklich uns heute geholfen haben, diese 2 Punkte zu gewinnen. Dankeschön. Vielen Dank, Dubo. Benjamin, die Recken ließen sich nicht abschütteln, aber so richtig kamen sie auch nicht ran. Was hat dir das Spiel gesagt heute? Und vielleicht auch ein Blick auf die Tabelle. Das erinnert mich an meine Disco-Zeit früher. Da habe ich auch versucht, oft mal ranzukommen, aber so richtig hat es dann meistens nicht geklappt. War damals nicht schön und ist auch mittlerweile immer noch nicht schön. Zum Spiel haben, glaube ich, beide Trainer schon alles Passende gesagt. Hatte mich gewundert, dass Holger Glanow noch mal um 10 Jahre verlängert hat, aber der ist ja erst Ende 20. Von daher Glückwunsch SG auch dazu und natürlich auch zum heutigen verdienten Sieg. Wir haben einen schweren Auftakt in Erlangen, zu Hause Rhein-Neckar-Löwen, jetzt Flensburg, aus denen wir uns eigentlich 1-2 Punkte erhofft haben. Vielleicht nicht zwingend heute hier. Aber jetzt kommen Wochen, wo wir Punkte sammeln wollen und auch Punkte sammeln müssen, wie man so schön sagt. Hoffen natürlich, dass der eine oder andere wiederkommt. Der SG in der Champions League, alles Gute. In der Meisterschaft auch. Wir freuen uns hier nächstes Jahr wieder herzukommen. Und gucken mal, wie wir dann tanzen. Vielen Dank. DHB-Pokal auch. In allen Lebenslagen wünsche ich der SG dieser Saison alles Gute weiterhin. Ja, vielen Dank, Benjamin. Dirk, es fällt schwer, nochmal auf den Ernst der Lage zu kommen. Aber Dirk, ohne Mogensen, ohne Karlsson, der breite Kader zahlt sich aus.
Und das beruhigt dich doch, oder? Ja, gut aufgestellt in der Disco heute. Also wirklich, das war überragend. Aber auch euch danke für die Glückwünsche. Ich bin auch glücklich und man hat auch gesehen, und das wird auch so weiter bleiben. Dieses Programm ist ja wirklich, ich sag mal, haarsträubend und auch wirklich schwer. Und ich freue mich auch über solche Siege wie heute, weil das wird wiederkommen. Und wichtig ist, dass wir den Glauben und den Willen nicht daran verlieren, erstmal überhaupt zu Hause jedes Spiel zu gewinnen, gerade in dem schweren Programm. Also wir fliegen jetzt ja nach Barcelona, haben dann Minden auswärts und so wird es ja weitergehen bis zum 10. Juni. Und ich glaube, man hat heute gemerkt, dass wir der Sache, ich sag mal, dass wir uns dessen schon bewusst sind, aber man muss das sich immer wieder zurückholen. Und das war heute so ein Spiel, wo, wie Lubo auch gesagt hat oder wo man gesehen hat, wir machen viele Fehler und das kann in die Hose gehen und es geht nicht in die Hose, weil wir gemeinsam auch Halle und so das hingekriegt haben. Das müssen wir jetzt einfach so weitermachen. Ich bin auch froh, dass die Mannschaft, das ist ja auch, glaube ich, das gewesen, was wir zu Beginn der Saison gemacht haben, breit genug aufgestellt ist, um auch drei solche Ausfälle, die wir auch haben, mit Tobias und mit Johann und mit Thomas, Ivan ist ja leider auch verletzt, dass wir die kompensieren und dass die das auch gut machen. Ich freue mich über die Verlängerung heute von Jakob Heinl. Ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen gewesen. Er hat sich super zurückgekämpft, hat, sag ich mal, auch in so kurzer Zeit auch zusammen mit den anderen Spielern dann auch mit Tobias im Mittelblock ersetzt. Also von daher, wir gucken weiter nach vorne, wir haben Ziele vor Augen und ich bin heute wirklich glücklich mit diesem Spiel. Ja, mehr kann ich dazu eigentlich sagen und in die Disco gehe ich heute Abend nicht. Ja, vielen Dank. Ich gucke in die Runde. Gibt es Fragen an die Herren, bitte? Du sagst, viele Spieler hatten schwere Beine, hatten viele auch, waren auch ein bisschen im Kopf leer? Ja, ja, kann man ja sagen, vielleicht. Ich kann ja nicht reingehen in die Köpfe, aber die Beine kann ich sehen. Aber ich fand, wir haben echt, nicht alle, einige haben wirklich da Nase reingesteckt und wollten Richtung Tor gehen, aber viele haben seitwärts gespielt und ich bin kein Seitwärts-Typ. Auch nicht meine Spiele. Ja, gibt es weitere Fragen? Gut, dann war es das bis hierher. Euch eine gute Rückreise. Vielen Dank. Wir sehen uns wieder Samstag, 4.3., 17.30 Uhr. Champions League wieder hier gegen Bjerringbro Segeborg. Bis dahin und tschüss.